Hallo allesamt. Ein Erfahrungsbericht für euch und auch mal jetzt in diesem Format hier, weil ich mache jetzt nicht so allzu oft ein Video. Ich finde aber, das hat es verdient, dass das ein bisschen jetzt eingehender besprochen wird. Und zwar habe ich mein erstes Mal 7 Tage Trockenfasten hinter mir. Und das ist ja jetzt nicht was, was man ständig irgendwo hören würde. Und ich mache das schon etwas länger mit dem Trockenfasten, aber diesmal das erste Mal so lang. Und ein Bericht ist gerade erstmal knapp eine Woche her. Und es verdient es, das sich mal genauer anzuschauen, weil ich finde, es gibt da draußen auf der rein weltlichen Ebene nichts wirklich Heilsameres, was man sich geben darf als Trockenfasten. Auch wenn man ein bisschen was dazu wissen muss. Aber es ist ja nichts tun auf physischer Ebene, kostet ja nichts. Ja? Also außer die Zeit, die man da reingeben möchte. Und das hat bei mir persönliche Geschichte jetzt nicht angefangen, dass ich dazu irgendwas gehört habe und habe ausprobiert, sondern es hat sich von selber ergeben, dass beim Meditieren, ich mache ja so dreimal im Jahr, Pi mal Daumen, so 10, manchmal auch 15 oder 20 Tage Vipassana und meine Form auch vom Meditieren dabei. Und da kam es vor, dass es zwischendurch Zeiten gab, wo ich dann einfach keinen Hunger hatte, nicht gegessen habe und auch dann teilweise nicht getrunken habe und auch nicht geschlafen habe. Und das hat jetzt nicht nur mal eine Nacht oder so, sondern halt viele Tage. Und ich habe damals gedacht, das ist einfach ein Effekt vom Meditieren, weil ich habe gemerkt, das ist sehr hilfreich, weil der Geist dann doch enorm runterfährt und sich klärt. Und das hat in Hand geht, wenn man so möchte. Ja? Aber ich habe gedacht, das ist halt ein Effekt vom Meditieren, nichts etwas, was man irgendwo jetzt tiefer angehen könnte für eine Heilung zum Beispiel des physischen Körpers, solo, ohne irgendwie zum Beispiel zu meditieren. Diesmal habe ich das wieder, aber absichtlich eingebaut, weil ich nämlich vor 2 Jahren es sich auch ergeben, dass ich trocken fasten wollte, aber mehr nach Gefühl und gucken, wie lange es dauert. Und damals wurden das 5,5 Tage. Und weil ich dazu nicht so allzu viel wusste, auch von den Symptomen, die dann aufkommen können in bestimmten Heilebenen, habe ich dann aufgehört, weil ich gemerkt habe, okay, was gerade passiert, kann ich nicht ganz einsortieren körperlich, auch mit meiner medizinischen Ausbildung da jetzt nicht so. Deswegen reicht erstmal so. Im Nachhinein hätte ich länger machen können, aber das weiß ich jetzt heute erst nicht, damals nicht. Und jetzt nach 2 Jahren wieder ein Vipassana-Kurs, wo ich gespürt habe, dass es mir jetzt passend, dass ich das dort wieder einbaue. Diesmal aber mal eine Woche, um mal zu sehen, was passiert. Weil aus bestimmten Gründen, es gibt bestimmte Zeitabläufe beim Trockenfasten, wann was ungefähr in einem physischen Körper so los ist. Und das wollte ich mal selbst erleben und schauen, was ist da dran. Weil nur davon zu lesen, da hat man ja nicht viel von. Ich habe also mir vorher natürlich eine ganze Menge Sachen angeschaut, weil ich gemerkt habe, das ist jetzt nicht nur ein Nebeneffekt vom Meditieren, auch wenn das üblicherweise sein kann, sondern das kann man sich auch mal einzeln genauer anschauen. Ich habe mir Bücher reingezogen, Videos, alles Mögliche, weil ich aber recht unzufrieden mit den Quellen, die es da draußen gibt, weil die alle irgendwie dasselbe nachplappern. Die gucken sich halt 5 Videos an bei YouTube und dann fassen die das zusammen und behaupten dann, sie wüssten was über Trockenfasten. Und das ist für mich sehr unbefriedigend, weil das immer sehr unvollständig ist. Und ich habe mich entsprechend mich umfassend, wie immer, das Ganze angeschaut und gemerkt, so jetzt ist es ein Niveau, eine Vollständigkeit, die jetzt irgendwo Hand und Fuß hat für meinen Geschmack, damit ich weiß, was ich da tue. Und genau, das war jetzt die Kurzversion. Ich habe vorher auch mal so ein bisschen rumprobiert mit kurzen Trockenfasten-Sessions, wie zum Beispiel einmal die Woche mal 36 Stunden Trockenfasten für eine Weile, um zu sehen, was kommt denn da raus, rein vom Gewicht her, von der geistigen Klarheit her, von emotionalem, geistigen, also alles, was das so mit sich bringen kann. Fand das ziemlich gut, muss ich sagen. Aber es war halt immer ein erster Eindruck und ich wollte mehrere Sachen mir anschauen. Diesmal 7 Tage. Erstmal rein physisch, was ist da passiert. Ich habe so eine Waage gekauft vorher, die halt einen ordentlich durchmisst und geschaut, was macht das Gewicht, was macht die Knochenmasse, was macht Wassergehalt und all solche Dinge. Ja? Und faktisch habe ich in den 7 Tagen 9,2 Kilo abgenommen. Davon war aber Fett nur 4,2. Ja, der Rest war Wasser, wenn man so möchte, und auch etwas Muskelmasse. Es hieß nämlich, dass nämlich Trockenfasten nicht an Muskelmasse rangeht, während das Wasserfasten schon tut. Und das stimmt so nicht. Bei mir zumindest nicht. Ja. Anyway, also geht es auch ein bisschen vielleicht um den Vergleich zwischen Wasserfasten und Trockenfasten, weil ich dachte, Wasserfasten, ja, macht man halt, weil man braucht ja Wasser. So. Gibt es ja den schönen Spruch, nach 3 Tagen, wenn man nicht trinkt, wenn man dann schon tot. Und ich werde doppelt jetzt schon tot nach 7 Tagen. Und gemerkt, das ist wieder so ein Aberglaube, der wie immer nicht stimmt. Genauso wie beim Sonnenmeditieren. Man wird blind von in Sonne schauen, ist einfach faktisch falsch. Man kann das, aber man muss das nicht. Ja? Und das ist hier genauso.
Auch wer jetzt trocken fasst, weil ich auch früher schon mal damit gespielt in Sachen Lichtnahrungsprozesse und so und gemerkt, ja, man muss nur super aufpassen als normaler Mensch, wenn man in einen Trockenfastenmodus geht und der Körper anfängt, sich zu entgiften, kann das überfordern. Und das ist das Problem. Nicht das Trockenfasten ist das Problem, sondern die Entgiftung ist das Problem. Wenn man also relativ belastet ist, sollte man nicht so beginnen. Ganz einfach, weil ich war damals einfach überfordert nach 6 Tagen und gemerkt, das war einfach Hauruck. Zu viel. Ne? Ich habe zwar vorher auch schon recht gut mich ernährt und war auch schon 1 Jahr lang Rohkostler gewesen und so, um das mal durchzuprobieren. Aber es hat anscheinend nicht gereicht, genug loszuwerden, um halt an sowas ranzugehen. Aber es ist, wie gesagt, oft genug beim Meditieren vorgekommen, dass mich das jetzt genauer interessiert hat. Was kann das denn eigentlich? Und eben auch im Verhältnis vielleicht zum Wasserfasten. Wasserfasten war das längste, was ich mal hatte, war, glaube ich, 14 Tage, auch mit spannenden Effekten, aber es war eine Qual. Ja? Also es war sehr schwächend, überhaupt nicht schön. Angenehm und so weiter. Und jetzt weiß ich auch warum. Trockenfasten ist viel einfacher. Du musst nichts vorbereiten, du musst nichts währenddessen machen, nichts groß nachbereiten. Es gibt ein paar Dinge zu beachten. Ja, aber man muss jetzt nicht mit Einläufen, nicht arbeiten oder solche Geschichten zum Beispiel überhaupt nicht. Oder abführen vorher und so, wie man beim Wasserfasten gerne macht. Auch das braucht man zu 0%, weil der Körper nämlich das kennt. Der Körper kennt das Trockenfasten. Dass er Phasen hat, wie weiß ich, wenn du ein Vogel bist und willst irgendwie über die Wüste zu deinem nächsten Platz oder so für Überwinterung oder sowas, dann hast du auch eine ganze Weile nichts und der Körper kann das wunderbar. Der kann wunderbar umschalten in einen anderen Modus, aber halt nicht, wenn er so ein halbes Ding hat und Wasserfasten ist so ein halbes Ding. Das gibt es in der Natur so nicht, dass du halt Wasser hast, aber nichts zu essen. Aber es gibt schon Dürreperioden, wo du beides nicht hast und das ist für den Körper wie Fahrradfahren, habe ich gemerkt. Die nutzen das nur nicht. Ja? Also das ist nicht optimal. Anscheinend. Und da fällt mir gerade noch ein Posten ein, den ich mir ganz kurz noch notiere, den ich noch euch mit erwähnen möchte. So, was für mich da ein Fazit daraus geworden ist, letztendlich. So, und ich habe aber während dieses Trockenfastens gemerkt, dass eben meine Muskeln eben auch noch mit abbauen, also Muskelmasse verlieren. Mein Körperwasseranteil prozentual ging aber hoch. Das ist erstaunlich, weil du trinkst ja nicht, ne? Aber trotzdem fährt das Ganze hoch. Natürlich, weil du auch Fett abbaust und auch andere Dinge abbaust und so weiter. Also die ganz genauen Daten brauche ich jetzt hier nicht reinmachen. Das ist vielleicht wissenschaftlich interessant, aber jetzt für den Alltagsgebrauch weniger. Für mich war es mal gut zu beobachten, was ist denn da wirklich los und passt das zu meinen Empfindungen. Ich hatte beim ersten Mal 5,5 Tage überhaupt keine Schwächephasen, diesmal schon. Habe aber gemerkt, die Schwächephasen liegen nicht eben daran, dass du nicht isst und nicht trinkst, sondern die liegen daran, was gerade für Themen hochkommen. Also was der Körper gerade, welche Baustellen gerade bereinigt werden. Und das sind halt nicht nur physische, sondern eben auch emotionale Baustellen, energetische, karmische und so weiter. Und deswegen nicht unbedingt vorhersagbar. Ähnlich bei dem Vipassana-Kurs auch, da weißt du ja auch nicht, was dich da so genau erwartet. Und hier genauso. Das heißt, hier war es etwas, gab es schon Zeiten, wo es mal schwerer war, wo ich dachte, oh mein Gott, ja, also das ist eine ganze Woche, okay. Ja. Aber da ich ja in einem Setting war, energetisch perfekt und auch meditieren konnte den ganzen Tag, konnte ich mir das ganz genau anschauen. Und deswegen habe ich es auch entsprechend kombiniert. Und ich finde es auch immer noch eine ideale Kombination, dass das also Fasten-Experimente oder Trockenfasten zum Beispiel mit Meditationszeiten zu kombinieren, weil eben auch emotional geistig aufgeräumt wird. Und da solltest du Kapazität für haben und nicht nebenbei irgendwie funktionieren müssen bei der Arbeit oder Familie etc. Dem war der Fall. Und so, mal für diejenigen, die das noch nie so groß gehört haben, mal Zusammenfassung. Ja, das soll jetzt nicht vollständig Trockenfasten erklären, das mache ich jetzt hier nicht, aber als Zusammenfassung, was ist denn da eigentlich los und warum lebe ich noch, ne? So nach einer Woche. Ich bin auch nicht der Einzige, es gibt einige, die auch schon lange trocken gefastet haben, auch Menschen, die länger als ich getrocken gefastet haben. Der längste, die ich von gehört habe, war 23 Tage. Jemand bei YouTube, der das regelmäßig mit 20 Tagen macht zum Beispiel, aber halt auch nicht so angefangen hat, ne? Sondern eben sich hochgearbeitet hat. Und natürlich die berühmten Pappenheimer wie irgendwie Jesus, Buddha, andere vielleicht noch Moses und die halt entsprechend auch teilweise länger getrocknet gefastet haben. Ja. Und ich kam auch deswegen drauf, weil ich mir ein paar Yogis angeschaut habe, was die denn so machen und da kommt das teilweise auch drin vor in einigen Berichten. Und ich bin jetzt nicht so der Askete, der das dann irgendwie sich erzwingt auf physischer Ebene irgendeinem Prozess.
aber es darf Hand in Hand gehen. Ich habe gemerkt, wenn du geistige Arbeit leistest, spirituelle, dann den Körper wird damit sehr gerne vernachlässigt. Und der muss Hand in Hand funktionieren, behaupte ich mal. Wir haben ja eine Verkörperung vor bei gottmensch.de und nicht ein, ich will im Nirvana oder Paradies wiedergeboren werden, sondern wir wollen das ja auf physischer Ebene, Himmel auf Erden und so verkörpern. Da musst du mit dem Körper ganz anders arbeiten, als wenn er dir wurscht ist. Die Buddhisten ist der Körper wurscht, die wollen eh nicht wiederkommen, die wollen nicht wiedergeboren werden, also kann der Körper dir egal sein. Das ist jetzt hier bei uns völlig anders. Also der ist eben nicht egal, aber auch nicht, sag ich mal, um den dreht sich's nicht, aber der ist ein wichtiger, genauso zu beachtender Aspekt. So, was ist da los? Wo kommt das Wasser eigentlich her, was der Körper braucht? Weil du brauchst trotzdem Wasser. Ja, also das sind alles rein biologische Prozesse, die bekannt sind und auch jetzt nicht exotisch sind. Jeder Körper kann das da draußen, wenn er nicht spezielle Krankheiten vielleicht hat. Ja, es gibt Ausnahmen, wo man das vielleicht nicht tun sollte mit vielleicht einem Nierenproblem. Wenn man ist eh schon so irgendwie magersüchtig, dann würde ich vielleicht nicht Trockenfasten empfehlen. Ja? Aber wenn dann du normal unterwegs bist, hast du immer gewisse Fettreserven. Und was der Körper macht, ist eben aus Fettsäuren, also aus Fetten, genau, zusammen mit der Atmung, über einen metabolischen Prozess, nennt sich auch Zellatmung, Wasser zu produzieren. Also er macht faktisch einfach mal gesagt, ja, aus Fett plus Atmung macht er Energie, Wasser und noch ein paar Bausteine, die er entsprechend braucht. Und das macht er als Beispiel bei 100 Gramm Fett, macht er ungefähr 114 Gramm Wasser draus. Und ich habe am Tag ungefähr 500, 600 Gramm Fett da verloren, im Schnitt. Und das ist dann entsprechend mal 1,14, ist dann die Menge an Wasser, die rausgekommen ist. Plus, was auch noch passiert während des Trockenfastens, dass der Körper hochfährt, die Autophagie zu aktivieren. Das heißt, dass der Körper alte, veraltete Zellen, also Zombiezellen heißen die auch, oder halt auch nicht richtig funktionierende Proteine, Zellen, Enzyme, irgendwas abzubauen. Ja, er baut einfach mal alles ab an Material, was er halt zur Energiegewinnung bekommen kann, als Material, als Baustoffe bekommen kann oder eben auch als Wasserquelle bekommen kann. Und so eine Zelle, die einfach nicht richtig funktioniert, das meiste davon ist eben auch Wasser und da waren eben sehr viele von abgebaut bei der Autophagie. Das heißt, das ist auch nochmal eine Wasserquelle, die er entsprechend hat. Jetzt Atmung, Haut, jetzt finde ich nicht relevant, aber eben dieses Fettumbau und auch dass eben das eigene Wasser eben aus den veralteten Zellen, die benutzt werden. Das wird entsprechend hochgefahren. Plus, was er hochfährt, ist, dass die Stammzellen wieder aktiviert werden, dass dort wieder neue Zellen entsprechend frisch funktionierend produziert werden. Also es hat einen Verjüngungseffekt auch nochmal ordentlich in recht kurzer Zeit. Wichtig wäre zu wissen, dass wenn man eine Trockenphase macht, dass man nicht dann, wenn man zu Ende ist, dann ist vorbei oder so, sondern man triggert so einen Prozess an. Jetzt zum Beispiel bei den 7 Tagen, die ich gemacht habe, kann man davon ausgehen, dass der Körper noch so 10, 20 Tage hinterher noch den Prozess weiterlaufen lässt. Natürlich, das runtergeht mit der Zeit, wenn man sich wieder irgendwie ja, hochpusht mit nochmal, reicht so zwischendurch immer einen halben Tag oder Trockenfasten und dergleichen. Aber dass eben weiter Autophagie funktioniert, Zellerneuerung funktioniert und noch ein paar andere Prozesse eben auch. Und es gibt eben beim Trockenfasten denn das Besondere, das, was beim Wasserfasten nicht passiert. Wasserfasten hast du zum Beispiel ein Elektrolytproblem gerne, weil du halt ständig pinkeln musst. Ja? Das musst du beim Trockenfasten auch, aber nicht viel. Und deswegen verlierst du aus dem Gefühl, da bist du viel kräftiger, viel fitter. Im Trockenfasten weniger Elektrolyte. Und das hält dich einfach fitter letzten Endes. Und es gibt den Effekt, dass der Körper das auch braucht, dass das Blut sich verdickt, aufgrund dessen dann Hormone im Gehirn freigeschaltet werden, die dann bestimmte Prozesse produzieren, die halt sonst gar nicht produziert werden. Das heißt, Wasserfasten gibt es das, diese Verdickung im Blut einfach nicht und deswegen hast du diese Effekte nicht, die du nur beim Trockenfasten bekommst. Ja, das ist die Kurzversion. Man kann da dich selber noch informieren, wer hier möchte, bei verschiedenen Büchern. Da gibt es ein paar ganz gute, eins von einem Russen geschrieben, so 20 Fragen und Antworten zum Trockenfasten. Ist ein bisschen russisch wissenschaftlich und so in einigen Bereichen viel zu streng und auch unnötig, finde ich, aber guter Einblick. Ja? Einer der erfahrensten Leute dazu, die es da draußen gibt. Dann gibt es noch einen Amerikaner, Phoenix-Protokoll heißt das, da geht es um 7 Tage Trockenfasten. Und da geht es auch jetzt schon um die Methoden. Also die Russen machen das gern 7 bis 11 Tage und der Amerikaner auch um die 7. Und je nachdem, was du vorhast, weil du beim Trockenfasten, das nennt sich azidotische Krise, das heißt, der Körper übersäuert und das willst du auch. Du willst, dass der Körper diese Krise bekommt, weil das sind Heilkrisen faktisch, die dann passieren. Und bei 7 Tagen hast du eine davon, wenn du halt 11 Tage machst, hast du halt ungefähr 2 Heilkrisen.
Und die Häufigkeit bestimmt auch entsprechend die Tiefe. Also bei schwereren Krankheiten würdest du halt länger trocken fasten. Aber dann bräuchtest du als Anfänger auf jeden Fall auch jemanden, der das mal begleitet. Aber wenn du halt nicht Anfänger bist, kannst du dich hocharbeiten. Komme ich noch drauf, ja, wie man das vielleicht selbst machen könnte. Und also gibt es alle Couleur. Ja? Also ob man jetzt das irgendwie 12 Stunden trocken fastet, weil wenn du schläfst, machst du immer Trockenfasten zum Beispiel. Und das halt ein bisschen verlängert und ein bisschen früher abends anfängt und so und dann sich hocharbeitet. Oder also mal von 18 Stunden auf 24, 36 und so weiter. Oder beim Meditieren ein bisschen einbaut und schaut, ob das irgendwie passend ist. Das ist ja einem selbst überlassen, ja? Dass man da schaut. Weil, wie gesagt, die Reinigung ist das Thema. Und dein System sollte das hinbekommen. Auch, dass du nachher noch wieder für dein Leben funktionierst. Das ist auch wichtig zu beachten, ja, dass du da nicht erstmal ausfällst. Das heißt, da würde ich schauen, was kommen für Symptome, ja, und ob die noch für dich handelbar sind oder nicht und wie weit es dann entsprechend treiben kannst. Ich weiß noch von früher, weil ich einen Tag trocken gefastet habe, das war krass, ja, also es war heftig. Und heute ist das für mich wie Fahrradfahren, da passiert nicht mehr viel, weil mein Körper hat das Niveau im Grunde schon aufrecht erhalten hat von Reinigung und die Tiefenreinigung erst später passiert. Und so, also da reicht 36 Stunden nicht. Dann geht auch an Fettverbrennung ran natürlich schon und auch an Darmerneuerung und solche Dinge schon. Ja, Autophagie wird auch schon hochgefahren und ein bisschen auch ja, Ketose und solche Dinge. Aber es ist halt nicht, dass Tiefenreinigung passiert bei 36 Stunden zum Beispiel. Braucht es aber vielleicht auch nicht. Ja, deswegen, wer anfangen will, fang mal klein an. Belese dich ein bisschen, schau ein paar Videos und guck. Fühle rein, ja, wie es für sich gerade passend ist. Ich finde es, für mich gehört es als fester Bestandteil dazu. Und meine finale Fazit davon kommt am Ende, wie ich das jetzt für mich handhabe. Weil ich werde das nicht nochmal 7 Tage trocken fasten, wahrscheinlich. Es sei denn, ich habe irgendwann mal eine schwere Krankheit. Ja, dann mache ich 7 oder sogar länger. Dann weiß ich, das gibt es. Und das ist halt ein sehr gutes Hauruck-Verfahren. Auch vor allem in Kombination mit Sun-Gazing und Sonnenmeditieren finde ich es ideal. Aber das ist jetzt nicht der Bestandteil von diesem Video. Also es gibt verschiedene Methoden, wie man hier sieht, ja, auch verschiedene Erfahrungen dazu. Da hörst du auch von den Leuten, die das machen, das sind nicht sehr viele, sehr unterschiedliche Erfahrungen, ne? Also wie die das teilweise machen. Und auch an welchem Tag welcher Effekt passieren soll ungefähr. Dann habe ich gemerkt, ja, Pi mal Daumen, aber das ist nicht bei jedem gleich. Ja? Es gibt zum Beispiel eine Phase, wo deine Energieproduktion in Sachen Wärmeentwicklung für den Körper auch mal ein bisschen Scheibe spielt, dass zum Beispiel du halt frierst oder halt schwitzt oder solche Dinge, Fieber bekommst zwischendurch halt auch, kann sein, habe ich halt so jetzt gar nicht gehabt, aber das kann halt passieren, je nachdem, was der Körper gerade so umbauen muss natürlich. Ja, ich hatte diese Prozesse, ich kenne das, dass dann irgendwie Hitze-Kälte-Phänomene passieren. Ich kenne es nur vom Meditieren vor einigen Jahren schon, das heißt, mir kommt vor, das ist auf einem gewissen Niveau schon durch. Und aber andere Sachen vielleicht noch nicht, ja, während dann auch Schmerzen kommen können an bestimmten Organen für eine kurze Weile, weil vielleicht das Organ gerade bearbeitet wird. Ja, das ist bei mir auch passiert, dann machst du halt eine Wärmflasche drauf und meditierst drauf und gut ist. Also was ich gemacht habe, ist, dass ich aber vorher auch noch, was ich empfehlen würde, auch ein paar Stoffe zu mir genommen habe, die helfen. Ne? Weil du brauchst nämlich, du hast eigentlich drei große Faktoren, die du beachten musst, wenn es um Gesundheit und Verjüngung geht, wenn es um Trockenfasten auch geht, ist, dass du die Z-Entsorgung hast, dass da die Gifte rauskommen, alles, was der Körper so nicht braucht und natürlich die alten Zellen auch wegkommen und dass die Zellversorgung passiert vernünftig und dass deine Telomere, das ist halt die DNA-Enden, dass da entsprechend wieder eine Verlängerung passiert und die Stammzellen auch wieder gut arbeiten können. Einfach mal gesagt, da gibt es noch ein paar Details, wie Mitochondrien und so, das erwähne ich jetzt hier mal so nicht. Aber es gibt so ein paar Stoffe, die das gut können. Das ist bekannt, okay, wenn man das und das nimmt, dann hilft das bei den Stammzellen zum Beispiel, dass die besser hochfahren. Oder bei der Autophagie ist das hilfreich und so und dieses und jenes. So, und da habe ich auch jetzt bei meinem Google Sheet, da habe ich meine Grundversorgung veröffentlicht, was ich da an Nährstoffen habe und so weiter. Plus ist auch noch, das jetzt mit dazukommen, übers Trockenfasten. Ein Bereich ist jetzt schon Verjüngungskur. Also welche Stoffe gibt es denn da eigentlich? Für welchen Bereich? Ja, also was willst du betonen vielleicht? Und dann gemerkt, okay, da kommen gerne dieselben Pappenheimer. Das heißt, du hast bestimmte Stoffe, die immer wieder auftreten, die halt verschiedene anscheinend Dinge machen können, wie Bermedin zum Beispiel, ja, oder Astragalus oder Fisetin und solche Stoffe. So, da gibt es so 13, glaube ich, so Kernstoffe. Gemerkt, okay, das ist eine ganze Menge, das ist auch so eine Kostenfrage und habe mich immer auch mal so 5 erstmal für dieses Mal reduziert. 5, 6 und das war Astragalus-Extrakt, das war Fisetin,
Nicotinamid Riboside, das ist also so eine Vitaminversion für die Zellversorgung, vor allem Mitochondrien. Pterostilben war mit dabei und Spermidin und Chlorella zum Giftebinden. Und nicht alles vorher. Währenddessen kannst du ja nicht trinken und nicht essen. Das heißt, also, ich habe vorher schon ein paar Tage vorher angefangen, damit es ein bisschen angereichert ist im Körper. Dann ist Trockenfasten gegangen. Da musst du auch nichts beachten. Ich habe für mich gemerkt, außer ich meinem Körper das vorher mitzuteilen, ist günstig. Also nicht zu jetzt, oh, ich fange jetzt an, das ist ein bisschen spontan, sondern eben das einen Tag vorher zu sagen. Dann merke ich, der hört mittlerweile sehr gut hin, weil er mich anscheinend als vertrauenswürdig bei meinen Aussagen hält. Und auch wie lange ich das zuvor habe und so. Auch da spüre ich rein. Ich hätte auch jetzt sehr früh aufgehört, wenn ich es gemerkt hätte, geht gar nicht mehr. Ja? Also, aber das war nicht der Fall. Ich habe länger gemacht, wenn ich gemerkt habe, ist wie Fahrradfahren, passiert gar nicht viel, also mache ich auch noch einen 8., 9., 10. Tag. Das war jetzt nicht der Fall. Ja? Dieses Mal. So. Und ich habe diese Stoffe nämlich nachher jetzt genauso. Ne? Also beim Fastenbrechen entsprechend das wieder angefangen. Und wie schon gesagt, der Effekt hält ja noch so 10, 20 Tage an nach so einer Woche. Und deswegen nehme ich die jetzt weiterhin, damit der Körper da das ordentlich bearbeiten kann, wenn er schon mal dabei ist, weil das mache ich ja jetzt nicht ständig. Ja. Brechen des Fastens, Flüssigkeiten natürlich. Du wirst merken, du hast so viel Bock auf so viel Flüssigkeiten. Ich habe mir eine Liste gemacht, okay, was nehme ich denn und warum auch, mit welchen Inhaltsstoffen. Vor allem habe ich gemerkt, Elektrolyte, da, das ist so meins, da habe ich jetzt Bock drauf, also Kokoswasser zum Beispiel, ja, zu nehmen. Relativ viel. Das hat sehr geholfen. Ich habe auch am ersten Tag nur getrunken und gemerkt, das Essen noch nicht. Und dann fing es halt an mit meinem Saft zum Beispiel. Also, was komischerweise gar nicht geht, ist irgendwie Wassermelonensaft oder auch eine Wassermelone. Also ein kleines Stückchen ja, aber in Menge habe ich gemerkt, der Körper, das geht eins zu eins so durch. Gurken-Selleriesaft hat Laura frisch in einem super Einsafter zubereitet. Und solche Dinge halt nebenbei zu nippen. Also wirklich nicht große Mengen zu schlucken, das musst du merken, das geht durch, sondern wirklich ein kleines Häppchen, so, ne? Regelmäßig. Und dann war es dann doch eine ganze Menge. Also ein kleines Gläschen voll gemacht und weg und dann ein bisschen warten und dann wieder und dann bleibt das alles drin. Und dann fing das an. Also Fastenbrechen ist auch da relativ bedeutsam, was du dem dann zuführst. Und auch irgendwie Bio-Heidelbeeren und also mit Beeren angefangen. Rohkost nicht so viel. Ja, ich habe gemerkt, das ist jetzt, auch wenn es logisch klingen mag, nicht ganz so ideal, sondern habe eher prä- und probiotisch angefangen mit gekochten Kartoffeln, die dann aber abkühlen lassen, dann sind die präbiotisch. Bloß Sauerkraut, vernünftig ist das dann probiotisch. Zum Beispiel. Das hat bei mir, also das hat wunderbar funktioniert. Von der Körper ganz toll. Ein bisschen Salz drauf. Noch kein Fett. Fett habe ich auch gemerkt. Erstmal nicht so mein Ding im ersten Tag, sondern am zweiten, so am zweieinhalbten Tag habe ich damit angefangen langsam. Aber Salze wollte er halt auf jeden Fall haben. Andere sagen, kein Salz nehmen, um Himmels Willen. Und ich sage, mein Körper sagt mir was ganz anderes. Keine Riesenmengen zwar, aber halt gutes Himalaya-Salz und Elektrolyte. Genau. Und für mich scheint bisher jetzt als Fazit, ja, erstmal, wie mache ich jetzt in Zukunft? Das wird auch durchgetestet, also noch nicht alles final, was ich hier sage, aber das ist jetzt so das erste Ergebnis. Plus nicht nur Trockenfasten, ne, weil ich fahre klar zweigleisig, weil ich habe, wir brauchen eigentlich beides. Der Körper kann Vorwärtsgang, Rückwärtsgang fahren. Und ja, wir fahren meistens, weil wir nur ständig am Essen sind, genau genommen, und kaum Ruhephasen haben im Vorwärtsgang. Und der Körper kann nicht umkehren, der kann anscheinend nicht beides. Ja? Schlafen kurz jetzt schon, aber der braucht anscheinend die Phasen mal so richtig Rückwärtsgang einzuschalten und zu sagen, so jetzt mal raus mit dem ganzen Mist. Da gibt es im Trockenfasten halt auch Phänomene, dass von einer Art Zellverbrennung, dass wirklich, du merkst, du hast so eine Art leichte, triebige Hitze im Körper und dann meinten die Russen, das ist halt der Bereich, wo der Körper in der Zelle Giftstoffe verarbeitet, die nicht ausscheidet, sondern die werden innerlich der Zelle transformiert, ne? Nach den Erkenntnissen der Russen. Und du brauchst die nicht ausscheiden. Also das eine Möglichkeit wäre Ausscheidung, das heißt, die andere wäre aber anscheinend innerhalb dessen quasi der Transformation und das spürst du halt auch. Letztendlich, weil anders kriegst du es halt nicht raus. Klar, über die Atmung, Schweiß, klar, aber anders kriegst du halt aus dem Körper erstmal eine Woche oder wie auch immer, wie lange, nichts raus. Ja. So, aber das ist die Kombi. Also die beiden Gänge zu fahren, das heißt einmal, wenn ich mich ernähre, natürlich möglichst gesund. Für mich ist da, ich habe vieles gemacht, also wirklich so viele Ernährungsformen gemacht und für mich ist einfach die Blutgruppenernährung immer noch so, dass alltagstauglichste, vernünftigste, logischste funktioniert, auch wenn es immer noch ein themenabhängiges Ernährungssystem ist, aber Ernährung generell ist themenabhängig. Es gibt keine natürliche Ernährung, wenn du essen musst, ne? Bei Lichternährung, wenn du essen kannst, aber nicht mehr musst,
sieht es anders aus. Weil wenn man essen muss, ist immer themenbehaftet. Also für mich ist das ideal, wirklich da die Blutgruppenernährung selber sich informieren, ist nicht kompliziert. Fand ich großartig. Und habe es auch vorher schon entdeckt bei mir, dass das günstig ist und dann gemerkt, oh, die beschreiben dieselben Sachen, die ich auch schon rausgefunden habe. Wie großartig ist das denn? Plus natürlich Nahrungsergänzungen und da leider alle, weil die Nahrung, die wir aktuell noch zu uns nehmen, so überzüchtet ist und so weiter, dass wir Pi mal Daumen, ja, um die 20% der Nährstoffe noch drin haben im Verhältnis zu ursprünglich. Bedeutet, du isst zwar, dein Magen ist voll und du fühlst dich satt deswegen, aber deine Zellen haben immer noch einen Zellhunger, weil die kriegen das nicht, was sie alles brauchen. Das heißt, wir kriegen eigentlich nur noch 20% von dem, was drin an Gehalt drin ist. Und deswegen isst du ja, du isst ja nicht wegen der Menge, ja, sondern wegen dem Gehalt. Und der Gehalt ist 20%. Das ist einfach Killefits. Ja. Das kriegst du nicht geändert. Mit Wildpflanzen okay, aber das kriegt man, da muss man schon echt ordentlich arbeiten. Ich habe gemerkt, das funktioniert so nicht. Sondern ich brauche ein Setting, wo ich wirklich einfach mal alle Bereiche ergänze. Klar, das ist dann auch ein Kostenfaktor. Also das sind halt faktisch 300 € im Monat, wenn man es vernünftig zusammenstellt. Geht aber auch teurer. Und ich bin gerade dabei, mittlerweile auch was zusammenzustellen, dass man sagt, okay, was sind denn wirklich die Basics, wenn man sagt, es ist mir zu teuer irgendwie. Völlig verständlich. Wie kriege ich denn das runtergebrochen auf so eine Essenz, ja? So die irgendwie alltäglich leistbar ist, dass also ich mindestens mal die Basisversorgung vernünftig habe und den Rest dann mir mal einzeln nach und nach anschaue. Langfristig sollte sich jeder darum kümmern, dass das hinzukriegen, sich da gesund zu erhalten, und du zahlst immer nur drauf, wenn du es nicht machst. Ist leider so, ja? Du hast dann andere Gebrechen, wenn du dafür nicht sorgst. Und das kann man sich einfach komplett sparen. Und heute ist es ja quasi käuflich und man kriegt das auch aus guter Qualität aktuell, finde ich. Und auch da sind die Forschungen, finde ich, sind wir im Bunde gesegnet. Also die Forschungen waren ja noch nie so bewusst bekannt weit, was wir eigentlich alles so brauchen als Mensch, rein physisch gesehen. Also diese physische Versorgung, nicht nur von der Ernährungsweise her, sondern eben halt auch von den Nährstoffen her, alles so optimal hochzufahren. Plus aber nicht nur das, und dann war es das, sondern eben halt auch die zweite Seite zu nehmen, zu sagen, ich gebe dem Körper auch mal Zeit, alles rückabzuwickeln, was so nicht mehr so richtig funktioniert. Und das ist Trockenfasten, behaupte ich mal. Und das, na, ob der jetzt weiter oder nicht? Scheinbar. Hier war gerade anscheinend kurz Unterbrechung gewesen. Das an meinem Bildschirm. Das Setting, wie das genau ablaufen muss, werden wir sehen. Ja, schauen wir mal. Aber aktuell, es gibt verschiedene Berichte, zum Beispiel von einem Russen, der hat jemanden kennengelernt, der war halt irgendwie 80 Jahre alt. Und dann kam ein 50-Jähriger irgendwann mal in seinen, dachte er, 50, ja, in seine Praxis und hat gemerkt, den kenne ich doch. Ne? So, und dann gemerkt, ja, der macht halt einmal die Woche einen Tag Trockenfasten plus zweimal im Jahr 7 Tage. Und seitdem, meinte er, hat er keine Krankheiten mehr und sieht halt viel jünger aus, also im Verhältnis. Ne? So 80 Jahre ist er aus wie 50. Ein Beispiel. Es gibt noch ein paar andere Beispiele von Yogis, die es noch ein bisschen heftiger laufen lassen. Das schaue ich mir auch noch mal genau genommen an. Aber das sind so solche Dinge. Andere sagen, ich mache halt etwas anderes, was ich jetzt erwähnen möchte, weil ich finde, das ist für den Alltagsgebrauch, für jeden, wer hier probieren möchte, finde ich, so das Ideal, was bisher bekannt ist. Na, da kommen sicher noch ein paar Details dazu, welche Rhythmen, also wie oft mal im Jahr man das denn braucht. Weil zum Beispiel ist ja auch so, wenn du jetzt die Müllabfuhr kommt nicht jeden Tag. Brauchst du hier auch. Der Körper braucht wahrscheinlich nicht jeden Tag ständig irgendwo so eine große Reinigungsnummer, sondern ab und zu mal. Ja, vielleicht einmal im Jahr, vielleicht zweimal im Jahr, vielleicht alle 2 Jahre, das weiß ich noch nicht. Je nachdem auch, welches Pensum du da fährst. Aber das schaue ich mir noch an. Und da gibt es einen Bericht von jemandem, der schrieb, ja, er hat das 2 Wochen lang gemacht und zwar Intervalltrockenfasten. Also nicht Intervallfasten, ne, intermittierendes Fasten, sondern intermittierendes Trockenfasten. Und sein Fenster, weil er viele Krankheiten und Depressionen hatte und so weiter, hat er gesagt, er macht 4 Stunden Essensfenster und 20 Stunden kein Essen, kein Trinken. So. Und bei ihm meinte er, nach 2 Wochen war das alles, was er so hatte, weg. Ja, irgendwie sogar Medikamente brauchte er komplett nicht mehr zu nehmen. Das ist recht wenig Zeit, ja, 2 Wochen mit einem Intervall Trockenfasten, dass du wirklich noch essen kannst. So, ist vielleicht ein bisschen viel, weil ich bin jetzt nicht so gebrechlich, ich habe jetzt keine Krankheiten oder so, du vielleicht hier hinhörst auch jetzt gerade nicht, brauchst du vielleicht nicht so eine krasse Nummer zu fahren, sondern sagst halt, gut, da fangen wir mal irgendwo kleiner an, machen wir halt nicht irgendwie 4 Stunden Zeitfenster, sondern vielleicht 6, 7, 8 Stunden Zeitfenster. Beispielsweise. Das heißt, du machst ein spätes Frühstück
und am Nachmittag nochmal ein Essen dazwischen, ne, beliebig, und dann einfach mal 100% weglassen, so ungefähr. Oder andere sagen, ist mir immer noch zu krass, sagst du, gut, dann halt 2 Stunden vorm Schlafen gehen und 2 Stunden nach dem Schlafen gehen. Ne? Dann hast du ja auch schon deine 10, 12 Stunden, je nachdem, wie lange du schläfst, halt trocken gefastet. Das ist schon mal ein guter Anfang. So würde ich es halt zum Beispiel probieren. Also meine Empfehlung, also für jemanden, der einsteigen möchte, mal zu schauen, okay, ab wann beginnt welche Reinigungssymptome, sind die okay, juckt dich das jetzt nicht in deinem täglichen Leben, wenn du noch die Arbeit einbauen willst oder andere Sachen, die du machen, erledigen willst, oder geht da noch mehr? Ne? Also wir werden es jetzt auch mal machen, dass wir zum Beispiel jetzt nicht 4 Stunden Zeitfenster, sondern 6 bis 7 Stunden vielleicht Zeitfenster mal machen und schauen, was passiert. Und wenn damit so ein bisschen auch spielen, auch vom Feeling, braucht immer, das ist nicht immer so organisch, weil das hier, wir sind ja keine Maschinen. Das Ego schon, wir nicht. Das heißt, da immer reinzuspüren, für die Fortgeschrittenen zumindest günstig, zu sagen, okay, jetzt kommt die Uhr und sagt, ich könnte jetzt anfangen zu essen, aber vielleicht spürst du, alles gut, brauch nicht, kein Hunger, kein gar nichts, und machst halt eine halbe Stunde ein oder was auch immer, wie lange, ja, länger, bis du merkst, so jetzt, ja, und dann fängst du an, was zu essen. Also da wirklich auch, also die Feinfühligkeit ist bedeutsamer, aber für einen Anfänger ist das tödlich, weil der wahrscheinlich dann laissez-faire wird und dann wieder doch wieder das Trockenfasten sein lässt, sondern das ist fortgeschritten. Für die Anfänger würde ich sagen, mach dir ein festes Zeitfenster, aber eins, was dir taugt, ja, muss nicht lang sein. Und das wird mit Erfahrung, weil je reiner dein Körper wird und dein Geist damit auch, umso einfacher wird es. Ja, also du wirst merken, am ersten Trockenfasten ist es wahrscheinlich weniger Stunden als beim zweiten, dritten, vierten Trockenfasten wahrscheinlich. Ja, wenn du das dann wiederholst, nach einem Vierteljahr nochmal zum Beispiel oder so, eine Woche oder 10, 14 Tage, je nachdem, was du da halt bearbeiten willst mit, dass da 1, 2 Stunden plötzlich mehr gehen, ist relativ wahrscheinlich. Wenn du zwischendurch natürlich auch auf eine vernünftige Ernährung und Nahrungsergänzung und so achtest. Und das ist für mich aktuell so ein heißer Kandidat zu sagen, das mache ich. Ja? Also intermittierendes oder Intervall-Trockenfasten für mal eine Woche, 10 Tage, 14 Tage, mal nach Gusto, vielleicht mal auch ein bisschen mehr, wenn es halt wirklich an Meditationszeiten geht, zu sagen, dann mache ich vielleicht wirklich dann nur 4 Stunden Zeitfenster essen, trinken und dann die restlichen 20 Stunden nicht, vielleicht für dann die 10 oder 15 oder 20 Tage die Vipassana beispielsweise. Da ist das easy einbaubar, ja, weil du auch nicht sprichst und das auch dann weniger Energie verbrauchst, was dann nicht über Sprechen verlierst, weil es relativ viel, finde ich, ist, dabei verloren geht. Ja, also das sind diese Kombi, ja, im normalen Leben einfach für gute Ernährung und natürlich auch Bewegung, ganz klar, zu sorgen und aber auch das Meditieren, den Geist auch weiter zu bereinigen, weil ich finde, Meditieren ist wie ein inneres geistige Hygiene, geistiges Duschen. Ja. Das ist Meditieren, genauso wie du deinen Körper hygienisch behandelst, machst du es mit dem Geist da genauso, das brauchst du einfach beides. Plus nochmal, alles, was der Körper braucht, ihm auch wirklich zu geben. Das ist aktuell relativ einfach und gar nicht so teuer. Ja, kriegt man schon hin, wenn man das wirklich will. Und aber auch mal den Rückwärtsgang einzuschalten, zu sagen, so jetzt mache ich mal passenderweise eine Trockenfastenphase. 100%, vor allem wenn du halt wirklich dann mal größere Sachen angehen willst damit, Gebrechen, wie Depressionen oder halt wirklich eine Krankheit, eine physische, oder halt, dass du es intermittierend machst. Und dann schaust, wie es sich für dich ergibt. Natürlich werden wir da auch noch berichten. Also wir werden das machen öfters mal. Das wird das nicht dann nächste Woche veröffentlicht werden, weil das braucht ja recht viel Zeit und Austausch und so weiter, um zu gucken, was gibt es denn dann dort. Aber vielleicht dann noch mal ein paar Monate oder einem Jahr oder 2. Und dann sehen wir, was dann rausgekommen ist. Aber es wird bei mir hat jetzt das Trockenfasten, ist ein fester Bestandteil. Ja, es gibt, wie noch mal, ja, es gibt nichts Einfacheres und effektiveres, um deinen Körper und deinen Geist zu gesunden auf der rein physischen Ebene. Ja, ist Trockenfasten das Beste, was ich kenne. Ist einfach nur mal so. Ja. Das Zweitbeste ist wirklich Nahrungsergänzung. Da kommt das Trockenfasten noch davor. Und eben generelle Lebensweise, natürlich Wandel, sollte man sich anschauen, um den Pegel zu halten. Du hast ja nichts davon, wenn du sonst nur zu McDonald's gehst und dann machst du mal eine Trockenfastenphase. Ja, das ist also Unsinn. Aber das Hand in Hand gehen zu lassen, du hast ja eine Menge davon. Weil wir fallen, finde ich, mit 80 Lebensjahren einfach viel zu kurz aus von der Dauer, die wir eigentlich auf der Erde leben müssten im physischen Körper. Ist das vielleicht ja, ein Viertel, wenn es überhaupt so viel ist? Ja. Wahrscheinlich sogar noch weniger. Und jetzt ist die Zeit dafür da. Ja. Also es war noch nie so einfach.
das zu probieren. Das wissen wir noch nie so fortgeschritten und erweitert sich entsprechend auch in Windeseile. Also mit Sicherheit ist in 1, 2, 3 Jahren über Nährstoffe als auch über das Trockenfasten und Meditieren wieder doch wieder noch mehr Kompetenz da, um das noch mehr zu optimieren und das auch für sich zu nutzen. Ja, also gerne auch, also bei YouTube sind ja Kommentare bei mir deaktiviert, weil ich einfach keine Lust habe auf Diskussion, weil die allermeisten nicht wirklich diskutieren, sondern einfach nur rum quatschen. Aber wer wirklich Kontakt mit mir hat, gerne berichten, was euch beim Trockenfasten so widerfahren ist, weil ich finde, persönliche Erfahrungen sind da einfach Gold wert, viel mehr als was man sonst aus irgendwelchen Quellen bekommt. Ich kann nur raten, probier es aus. Ja, Trockenfasten, fang klein an. Wie gesagt, wenn du merkst, du wirst ja schon spüren, wie weit dein Körper da gut mit klarkommt und bis es entsprechend für dich wie Fahrradfahren dazugehört. Weil ich fand es recht einfach und Nachhinein auch sehr logisch und dass ich da nicht früher drauf gekommen bin, ja, so. Und es ist zusammen mit Meditieren einfach Gold wert, finde ich, für soweit Gesunderhaltung als auch sogar für Jüngung und Prozesse und zu resetten am Körper und im Geist, Dopamin-Reset zu machen, zum Beispiel, wenn man da Probleme vielleicht haben sollte, als auch irgendwie Krankheiten oder irgendwelche Allergien und Autoimmungeschichten gehen sehr gut damit, denke ich, baut ich mal weg. Und auch da zu schauen. Das heißt nicht, wenn du es einmal gemacht hast, dass es wegbleibt, was du immer du angehen willst damit. Aber es kann sein, dass du merkst, okay, da geht eine ganze Menge in sehr kurzer Zeit. Und vielleicht braucht der Körper aber ein bisschen länger. Und oft sind das halt Baustellen, die er sich aussucht, die nicht die sind, die du gerne hättest. Der Körper mir auch hat Dinge bearbeitet, die viel wichtiger anscheinend waren, dass sie jetzt bearbeitet gehören, als die ich dachte, die er macht. Aber er weiß, was er tut. Das muss ich mich nicht drum kümmern. Ich muss ihm nur die Möglichkeiten geben und darauf hören, das Ganze beachten und was kann es noch Einfacheres geben, ja, in nichts tun, außer nicht zu essen und nicht zu trinken. Aber wie gesagt, fang vernünftig an und feinfühlig an. Und falls du jemand bist, der sowas hier zum ersten Mal hört und hast sowas noch nie gemacht, es gibt genug Menschen, die das professionell begleiten und Ahnung davon haben. Da würde ich nicht blauäugig einfach mal sagen, mach auch eine Woche oder so. Ja? Das würde ich jetzt nicht empfehlen. So habe ich ja auch nicht angefangen, ne, von 0 auf 100. Sondern dass du dir jemanden suchst, der dich darin begleitet oder das vernünftig angehst und das langsam darin kompetenter wirst, weil du halt hochfährst, ja, mit Stunden über Tage und dann noch länger oder so, um dann zu sehen, was taugt dir am meisten. Mir scheint bisher das intermittierende Intervalltrockenfasten völlig auszureichen. Es braucht dann nicht sowas wie, ich gehe dann irgendwie 40 Tage in die Wüste oder so. Aber wer weiß, was noch so an Erkenntnissen kommt. Aber wenn es nur rein um Gesundung und Gesunderhaltung geht und nicht um welche spirituellen Effekte, dann ist das mehr als genug. Und easy peasy finde ich auch in einen normalen Lebensalltag gut einbaubar.